Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung mit Dirk Hilger. Und er hat natürlich auch seinen Stereo Trader dabei, darf nicht fehlen. Werden wir gleich auch im Einsatz sehen. Ich freue mich, dass Sie live dabei sind und natürlich auch sich für das Thema interessieren. Heute Live Trading. Wie gesagt, mein Name ist Nelson Cardoso Netto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Let's. Wir schauen uns schnell, aber auch ganz in Ruhe. Schnell und ganz in Ruhe. Perfekt. Aber wichtiger Punkt, Risikohinweis. Wer immer dient dieses Webinar ja noch zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also ob der Dirk heute Trades macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann bevor wir hier weiter Smalltalk gleich halten, ganz kurz, dann holen wir noch YouTube noch dazu. Ich gebe das Bild ab und ja, sage was gleich dazu. So, sollte alles passen. Hoffe ich doch zumindest mal. Sieht gut aus. Sage ich hallo und herzlich willkommen zum Live Trading New York Stock Exchange Opening 15.30 Uhr. Das Ganze zusammen mit dem Nelson bzw. mit FX Flat, von denen wird das Ganze auch präsentiert. Und ja, eine meiner letzten Handlungen auf jeden Fall, so irgendwie, weil ich habe ja gestern Abend schon im Livestream gesagt, so ich bin sowas von irgendwie urlaubsreif. Und habe dann gesagt, dann noch irgendwie festgestellt, oh nein, wir haben ja noch wieder Live-Trading. Aber ich mache es natürlich trotzdem ja gerne. Das ist ja immer genau mein Problem. Ich mache es halt leider gerne. Und von daher, ja, ist es halt so. Aber guck mal hier, ne, der Ansgar, also wie immer erstmal, ne, ihr dürft gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich greife das auch gleich auf. Und aber erstmal hat der Nelson natürlich auch sehr gerne das Wort und darf im Namen von FX Flat natürlich auch hier ein Hallo in die Runde streuen. Lieber Nelson, bitteschön. Ich mach's kurz, es geht ja um dich, aber ich freue mich natürlich, dass auch auf YouTube so viele dabei sind und begrüße Sie auch im Namen von FXLED. Hoffe, dass der Markt oder die Märkte gleich mitmachen und schön volatil sind und so, dass du auch einen vernünftigen Einstieg gleich finden wirst. Und ja, wünsche uns allen viel Spaß, viel Erfolg und gebe dir erstmal zurück. Aber Beruhigungstabletten habe ich heute nicht für dich. Ach so, ach, das irgendwie runterkomme ich schon von selber. Das im Zweifelsfall bringt mich auch ein Fehltrade runter. So, ich habe jetzt erstmal das Hemd zugeknöpft, ne, weil immer wenn ich mit FXLED live bin, dann mache ich immer einen Knopf mehr zu. Das ist, um die Seriosität so ein bisschen mehr zu unterstreichen. So, nein. So, so. Was? Ja, was bitte? Nee, richtig so. Richtig okay. So. Ja, ne? So. Ich lerne dazu. Okay, so, ich gucke mal über die Kommentare drüber. Ich habe gerade dem Nelson schon gesagt, bin so ein bisschen abgehetzt irgendwie heute, irgendwie gerade noch schnell was essen gegangen, wieder zurückgesprintet und irgendwie hier, ich weiß das Wetter, ne, irgendwie mal scheint die Sonne, 30 Grad und dann 5 Minuten später irgendwie alles nass, Regen und so weiter. Achso, und genau, Trader Pulse, auch noch bei Twitch, da natürlich auch ein Hallo in die Runde an die Community von Trader Pulse und das heißt, wir sind ja dann nochmal irgendwie so ein paar mehr. So, und dann hier so die Kommentare, gucke ich mal drüber, woher kommt das Soundtrack? Klar, wir gehen gleich auf den Markt ein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich weiß gar nicht, weil ich sonst 10 Minuten lang alles erzählen soll. So, woher kommt der Soundtrack? Selbst gemacht, der ist tatsächlich selbst gemacht. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Die Lampe geht wieder, nein, aber es sieht so aus, ne? Als würde sie gehen. Ich könnte euch ja mal den Trick zeigen, wie das geht so. Der Thorsten hat es schon durchschaut. Ja, genau. Ja, das ist irgendwie, die ist gestern hops gegangen und habe gedacht, komm, so schnell kriegst du eh nicht repariert und dann tust du einfach so, als würdest du noch gehen und nimmst dir einfach ein Stück von dem alten Bild da mit rein. So, Urlaub geht gar nicht, die Lampe ist doch fake. Was haben wir noch hier? So, was? Nein, ist nur der Akku war leer. So, ich wollte mich vorhin eigentlich noch. So, hoch oder runter, genau, das sind jetzt natürlich die Fragen, die wir brauchen werden. Ne? Also gehen wir rauf oder runter, ich meine, der Markt ist halt nun mal long, da gibt es irgendwie nicht so wahnsinnig viel irgendwie dran falsch zu verstehen, würde ich mal irgendwie sagen, aber das ist natürlich immer das Ding, wenn es irgendwie zu einfach scheint, dann ist es vielleicht auch zu einfach. Von daher muss man schon so ein bisschen genauer gucken, was wir da jetzt halt eben machen. Also generell, klar, der Markt ist long, wir haben uns hier gestern im Dow dann doch recht gut abgestützt über dem Gap, das ist das, was mir nicht gefallen hat. Wo ich auch immer nur sage, das ist irgendwie schon sehr ungewöhnlich. Ne? Der hat ja jetzt übers Wochenende hier so ein Gap dahin gezaubert. Und eigentlich ist es komplett so typisch,
dass der Dow da erstmal hinläuft und sich da abstützt. Das hat er gestern irgendwie zwar mal kurz versucht, aber irgendwie kurz vorher, also dann, ne, so wie viele Punkte waren das, ja doch irgendwie 50, 60 Punkte drüber gedreht. Also, das ist irgendwie schon ein bisschen abgefahren, was da momentan passiert. Das ist wirklich so, sieht ja schon aus wie FOMO. Wir müssen das Ding noch kaufen, bevor es bei 42.000 steht. Ich weiß es nicht, ja. Aber so sieht es ja irgendwie fast schon aus. Und ich meine, hier war die Kasse ja nun mal am Start. Das ist jetzt nicht irgendwie kleine Händler. Nee, also hier irgendwie mal kurz gedreht und dann sofort noch nicht mal mehr irgendwie auf das Gap da oder die Nähe davon direkt wieder umgedreht. Das ganze Bilden, jetzt schieben wir schon wieder nach oben. Ne? Das ist irgendwie schon so ein bisschen arg. Und aber vielleicht, ne, wer weiß, ist das so irgendwie der letzte Squeeze, bevor irgendwie das Kartenhaus zusammenfällt. Also man muss ja irgendwie mit allem rechnen momentan. Und von daher irgendwie, das sieht schon alles so ein bisschen merkwürdig aus. Aber das heißt natürlich auf gar keinen Fall, dass man jetzt irgendwie anfangen soll, auf Short zu wetten. Ne? Also ich meine, auch wenn es keine Empfehlung ist, kann jeder natürlich machen, wie er will. Aber das sieht schon alles wieder sehr squeezig aus, ne? Und hier auch einfach in den größeren Timeframes einfach auch genau das Gleiche. Und die Kommentare. Ja, ne? Also auf jeden Fall in den größeren Timeframes halt auch irgendwie so, das ganze Bild ist drückt einfach nur nach oben, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? Und es hat jetzt eben auch die Frage, geht man da jetzt irgendwie long rein? Also springt man da einfach drauf? Was meint ihr? Also ihr könnt ja gerne mal irgendwie schreiben, so was ihr im Sinn habt und vielleicht übersehe ich ja auch irgendwas, aber ich glaube es fast nicht. Ich meine, wir starten hier einfach jetzt mit einem ATH in die Kasseeröffnung. Das ist halt einfach echt heftig. Und da kann es natürlich sein, das ist ja gar keine Frage, dass dann halt vielleicht von den Institutionellen einer dann sagt, oh, schön, ja, dann kriegen wir endlich unser Zeug mal irgendwie zum vernünftigen Preis los, lass alles rausschmeißen. Das ist halt immer das Ding, man weiß es nicht, ne? Und man kann es auch unmöglich, finde ich, jetzt hier um 15:22 Uhr, also irgendwie 7,5 Minuten vor der Kassaeröffnung, halt wirklich irgendwie seriös da halt irgendwo in die Überlegungen mit einbringen sind. Da bleibt eigentlich echt nur übrig so gucken, ja, einfach gucken und wie man da halt irgendwie damit zurechtkommt. Wenn er irgendwie runterdrücken sollte, dann muss man halt eben daran und wenn er irgendwie weiter raufläuft, bringt es zumindest nichts irgendwie, sich short dagegen zu stellen. Und das Hauptproblem ist ja immer generell bei allen ATHs oder wenn der Markt am ATH ist, ist es halt immer, das Thema hatten wir ja schon irgendwie, keine Ahnung, ne, wie oft, man macht da oben nicht irgendwelche Grenzen auf, sondern oder nach dem Motto, ja, da ist ein Widerstand, da ist kein Widerstand, weil der Markt war da noch nie, da kann gar kein Widerstand sein, sondern da ist die Möglichkeit, wenn man sich dann halt irgendwas mit Projektionen, das dann halt dahin zeichnet, als Beispiel, ja, jetzt bin ich wahrscheinlich genau wieder falsch rum, hey, ich bin ausnahmsweise mal richtig rum, wenn es einfach nur sagt, okay, hier so die letzte Range, ich meine, was soll man sonst machen, außer hier mit Fibos jetzt irgendwie zu gucken, wo ist denn da irgendwie so wieder was, wo ist eine Projektion zu Ende? Jetzt zum Beispiel sagen, na gut, das hier ist die letzte Range, da brechen wir gerade dran aus, ja gut, dann laufen wir bis da oben auf die 161, das ist jetzt nur mal als Beispiel, ne? Aber man muss sich, darf sich ja mal ein paar Gedanken machen. Das so zu machen, ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt, ne? Das Ding ist immer nur, man darf halt nicht irgendwie auf die Idee kommen und sagen, hier oben ist jetzt auf jeden Fall aber Schluss und da geht der Markt short. Das ist halt für meine Begriffe zocken, ne? Und das ist halt irgendwie so ein bisschen der Ansatz, glaube ich, den man oder die Denke, von der man sich so ein bisschen verabschieden muss. Das heißt natürlich nicht, dass der da oben nicht irgendwie short werden kann, ja, aber warum sollte er es, wenn jetzt irgendjemand von den größeren oder von denen, die halt einfach die Algos da halt irgendwie an den Start bringen und programmieren, wenn die halt ein anderes Bild haben, eine andere Projektion, eine andere Idee, da kann ich mir da oben einzeichnen, so viel ich will, ne? Weil es war einfach noch keiner da. Also, und man sagt ja auch immer ganz simpel, Widerstand oder wo Widerstand war, wird Widerstand sein, wo Support war, wird Support sein. Und da war halt einfach noch nichts. Das ist so das Ding. Ich würde jetzt hier einfach auch nochmal im Daily mal gucken, wie das ganze Bild sich da darstellt. Und da sehen wir halt zum Beispiel eben, das mache ich ja immer ganz gerne, dann eben auch, wenn es am ATH ist, einfach hier ne, das letzte Framing projizieren. Und da sind wir eben auch hier bei der 40.600 in etwa. Ne? Also davon einfach die Extension da oben raus. Weil gestern haben wir ja einen Innenstab hier gebastelt. Mehr war das ganze Ding hier ja nicht. Das heißt, da oben raus, da wären wir eigentlich auch ganz locker bei der 500. Ne? Wenn er das jetzt irgendwie direkt angeht, kann das irgendwie relativ schnell gehen. Was, höre ich da Musik? Fragt einer. Nein, eigentlich nicht. Ne? Also ich habe auf jeden Fall hier nichts an.
höre auch nichts, aber ich höre auch nicht alles, was hier über den Kanal geht. Aber ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendwie da irgendwo irgendwas störenderweise reinfunkt. Okay. So, ne, also da würde ich sagen, ja gut, das kann man schon so machen. Im Weekly, ne, da gehen wir eben auch aus diesem, was auch immer Gebilde das da sein soll, da oben raus. Im Weekly ist das Ganze noch ein bisschen weiter, da wären wir bei der 41.000, aber es ist heute erstmal Dienstag, da müssen wir nicht gleich den Weekly voll machen. Ne, das heißt also rein, wenn man jetzt mal den Gedanken zulässt, dass Projektion vielleicht nicht so falsch ist, dann haben wir hier mehrere Herangehensweisen. Einmal hier die letzte Range, die dann eben dann endet oder beziehungsweise wo die Projektion endet bei der 40.500 knapp, ne, also die 492. Ich mache die Linie hier aber mal weg, weil so wichtig ist die nicht. Und das wäre mal der erste Ansatz, also die 500. Im Daily haben wir, wie wir gerade gesehen haben, ist es die 600, wenn man da einfach nicht aus der Range, sondern einfach aus dem letzten Framing hier rauskommt, dann wären wir eben bei der 600. Und im Weekly ist es halt dann sogar die 41.000. So, das heißt, irgendwo zwischen 500 und 600 könnte sich jetzt dann gleich die Wahrheit abspielen. Und jetzt kann man das natürlich irgendwie, na, wenn man jetzt irgendwie sehen sollte, dass der Markt jetzt relativ schnell irgendwie mit der Kassaeröffnung nach oben drückt, kann man das für meine Begriffe irgendwie schon, glaube ich, so machen. Ja, also, why not? Ne? Vielleicht nicht zu lange warten. Und vielleicht kriegt man da irgendwie auch schon viel früher her, so irgendwas zu greifen. Was wir jetzt hier zum Beispiel ja haben, ist eben das Vortageshoch bei der 354, ne, hier in hellgelb oder neongelb da halt irgendwie gezeichnet. Die wird er wohl schon irgendwie versuchen zu verteidigen, wenn er da halt nochmal hinläuft. Und weil das ja eben auch aus dem Kassamarkt sichtbar ist. Das hier ist ja, wenn man sich jetzt mal nur den Kassamarkt da nimmt, ja nicht sichtbar. Ne? Das ist ja eben nur das, was der Future hier gemacht hat. So, und die haben jetzt hier schon relativ deutlich vorgebaut. Oft wird es eben auch genutzt, wenn der Future halt eben vorbaut, ich nenne es jetzt mal so, um dann halt eben das Level auszunutzen, um aus dem Kassamarkt erstmal einiges loszuwerden. Ne? Von daher nicht so ganz einfach. Und hier oben stehen wir jetzt direkt auch schon, das sieht man hier nicht gut, bei der 40.407 am R1, der recht oft eben auch zum Scalpen ganz gut geeignet ist und wo er auch gerne mal reagiert. Das heißt, hier long ist nicht so wirklich einfach. Und da wäre ich auch irgendwie, glaube ich, ein Freund davon zu sagen, okay, lass das Ding mal irgendwie skalieren, irgendwie lieber mit ein paar Positionen reingehen, außer man findet jetzt irgendwie irgendwas Konkretes und nimmt das dann als Beispiel eben mit. Ne? Das heißt also hier jetzt erstmal vom Stop her, den kann man erstmal dann natürlich passenderweise groß wählen, wenn man jetzt sagt, na gut, meine normale Size ist irgendwie als Beispiel 10 Punkte. Ja, und dass man dann sagt, okay, dann mache ich mal ein Drittel hier, mache ein Drittel da unten und lasse dem ganzen Ding als Beispiel einfach mal Luft. Ne? So, und da kann es aber immer noch passieren, dass er da unten einfach gar nicht hinkommt. Das ist dann halt eben immer so, wo man dann so nachher denkt, so, das war dann wieder so ein Tag, da waren die Investoren besser dabei als die Trader. Ne? Und das ist ja eben auch der Unterschied. Ne? Als Trader muss man ja irgendwie ständig rein und raus und als Investor legt man die Füße hoch und nimmt sich ein Gebetbuch oder sonst irgendwas, was einen dann halt beruhigt und die nötige Hoffnung gibt, dass es steigt. Und aber im Wesentlichen ist es ja halt eben so, ne? Dass man halt einfach dann da eher nichts tut. So, jetzt haben wir noch eine Minute. Also nochmal, ich habe ja vorhin schon gefragt, wie seht ihr das? Habt ihr irgendwas auf dem Schirm, wie ihr das gerne machen würdet? Die Lana schreibt, der ist long, ist die Frage, wo noch einsteigen? Ich finde es ja immer gut, wenn hier auch Frauen dabei sind. Ich finde es immer so extrem männerlastig. So, konservativ zurück zum, was? Meinst du jetzt den Handel oder den obersten Hemdknopf? Der Alex, höre ich da Musik? Gut, das hatten wir schon. Untitled Health Group mit guten Zahlen DAU. Ja, 4077, ja, ne, das ist ja genau das, was ich gerade meinte, ne? Das hat irgendwie, da war halt einfach noch nichts. Deswegen nicht irgendwie zu sehr, zu viel. So, ich würde hier mal gucken. Sieht ja schon fast aus wie News, wie das hier zuckt. Ist ja irgendwie ein bisschen arg. Ne, am Vortageshoch würde ich das einfach mal tatsächlich direkt ansetzen. Oder halt hier eben auch. Das, aber genau das, ne, der kann jetzt einfach abhauen. Man kommt trotzdem noch nicht mal rein, egal was man macht. Ne, weil er eben oben durchzieht. Das ist eben genau das Ding. Deshalb, selbst das hier war jetzt gerade noch irgendwie
Zu knapp. Ja, mal gucken. Also einfach reinspringen. War heute nicht der Fehler erstmal, ne? Aber okay, das kann jetzt natürlich auch sein, dass erstmal die Liquidität hier jetzt auch gleich weg ist. Und was mich halt nicht wirklich verwundert, ist tatsächlich das hier. Das habe ich ja gerade gesagt, ne? Der R1 hier oben, den kann ich mal irgendwie kurz ein bisschen deutlicher markieren. Immer wieder echt so ein Scalping-Punkt, der irgendwie doch recht oft und recht deutlich reagiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist aber doch da oben drüber. Ja, das ist ja noch nicht vorbei. Na, von daher, deswegen hätte ich hier auch meine Schmerzen gehabt, jetzt hier long zu gehen. Na. Weil es eben dann hier nicht besser irgendwie als 50-50 ist, dass der da oben drüber geht. Mal gucken. So, Gold macht eine schwach, aber long geblieben. Okay. Ich bin short, war Lasatoria. Ja. Was ist ein R1, ein Pivotpunkt? Genau, das ist der Pivot gerechnet auf die Stunde. Also nicht irgendwie auf den Tag, sondern auf die Stunde. Und da geht der gar nicht gerne drüber. Außer ich bin short, dann ja. Aber wenn ich long bin, komme ich da nie drüber weg. Ganz, ganz selten. Klar, das ist natürlich subjektive Wahrnehmung, aber auf der anderen Seite zeigt es aber eben halt mir dann auch immer wieder, okay, lass das Ding drin, der hat schon irgendwie seine Berechtigung, warum das so ist. Ja, kann man sich hier einfach anzeigen lassen. Ne? Hier pH, das sind die Teile, die werden dann einfach automatisch immer mitgeführt. So, 2 Minuten sind um, der Markt drückt drauf, aber hier im M5, ne, auch immer erstmal noch im Framing in Rot. 15 sieht man hier gar nicht, ist irgendwie abgehauen. M15 läuft oben über die Extension raus. Ja, das ist so ein bisschen choppy erstmal noch. Also ich warte mal noch eine Sekunde. Und mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Aber ich hätte so ein bisschen Schmerzen damit hier jetzt trotzdem, ne? Weil man sieht, es ist ja schon irgendwie Gegenwehr da. Ja, ist jetzt irgendwie klar, irgendwie 30 Punkte, Quatsch, das waren mehr, ne? Das waren irgendwie 60 Punkte nach oben. Aber irgendwie scheint hier trotzdem ein bisschen Volumen zusammenzukommen, ne? Von daher mal irgendwie kurz warten. Aber Short, eher nicht, dann lieber mal sehen, ob wir hier irgendeine Struktur irgendwie gleich finden werden. Mit Struktur meine ich eben, dass wir zum Beispiel ein Framing in einem der Timeframes irgendwie fortsetzen und uns da irgendwie dann halt dran klemmen können. Ja, also wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel rot werden sollte, dann zum Beispiel halt ein Rücklauf, dann eben halt an der Oberseite, dann könnte man da irgendwie mal short gehen. Oder halt, wir machen hier unten die Extension auf der Südseite. Im M15, was ja dann auch nicht viel mehr wäre als hier eben das Vortageshoch. Ja, aber so ist das, ne? Also hier, ich kann aber irgendwie auch mal auf den M1 gehen, dann sieht man es vielleicht auch nicht. Gucken ein bisschen besser. Ja, ne? Hier direkt immer wieder drunter gedrückt. Man sieht schon, das ist natürlich falsche Farbe. Ja, aber irgendwie muss man ja dann da halt ran, wenn der Markt eben sich in Gefilden abspielt, wo er noch nie gewesen ist. Oh, meine Stimme. Hurra, hurra. Ist ja auch mal was ganz Neues, dass meine Stimme versagt. Moment, eine Sekunde. Dann nutze ich doch kurz die Pause und natürlich auch Trader Pulse und Twitch kurz Hallo zu sagen. Wollte dich eben nicht unterbrechen, aber ich freue mich natürlich, dass auch hier wieder mit dabei seid. Wenn ich einer unterbrechen darf, dann bist du da. Ist immer. Mensch, ist doch klar. Mein Mikro wieder an? Ja, Mikro ist wieder an. Okay, also drücken jetzt hier so ein bisschen drunter. Ne, aber es ist jetzt der M1. Erstmal stehen wir noch an der Eröffnung. Nichts passiert. Ne? Mal gucken, ob das ein bisschen mehr wird hier als nur so ein bisschen hin und her geschrabbel. Und das ist halt dann auch die Frage, ist das vom Widerstand jetzt ausreichend? Aber was doch wirklich auffällt, ne, ist doch hier jetzt wirklich genau an diesem Level. Ne, da kommt der Markt irgendwie gerade doch schon recht irgendwie deutlich, kriegt er da halt Gegenwind. Ne? So, jetzt haben wir aber drüber geschlossen. Mal gucken. Also das Framing ist jetzt hier gedreht. Könnte bedeuten, dass wir da oben weiterlaufen. Ich weiß nicht, überlege ich heute zu lange? Irgendwas hält mich hier aber ab davon, jetzt einfach auf Kaufen zu drücken. Ehrlich gesagt.
Man könnte mal versuchen, irgendwie klein mitzugehen, wenn er ein neues Hoch macht. Das wäre halt schon mal ein Ansatz. Aber ist natürlich dann auch immer die Gefahr, dass man genau das Hoch dann eben erwischt hat. Aber er scheint sich jetzt zumindest ja hier erstmal so ein bisschen abzudrücken. Würde ich jetzt aber auch nicht irgendwie endlos ausreizen, dann lieber halt irgendwie nochmal tiefer nochmal reingehen. Aber das ist natürlich immer die Gefahr, ne? Ist klar. Das war jetzt irgendwie ein Tick über dem Hoch von der Minute. Das ist halt manchmal so, ne? Das ist dann eben, aber es ist halt erstmal mit dem Trend, kann auch immer noch funktionieren. Ich immer an die Eröffnung dran. Aber trotzdem, ne, klar, das ist natürlich immer das Problem, was man im Zweifelsfalle eben hat, wenn man halt eben reinspringt. Mal gucken. Es ist aber wirklich jetzt hier, ne, das ist ja wirklich so Vorführeffekt, ne, so einmal genau dran und dann war es das. So, aber hier gibt es ein bisschen Support, also ist jetzt nur, wie gesagt, ein knappes Drittel. Von daher jetzt erstmal nicht weiter tragisch, deswegen kann ich auch hier mit dem in dem Stop erstmal noch ein bisschen rumspielen und wäre aber, ich wäre eigentlich schon ein Freund davon, ehrlich gesagt, das so zu machen. Ne? Und weil ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie alles in sich zusammenklappt, auch wenn der jetzt irgendwie mal kurz ein paar Punkte irgendwie runtergeht. Da muss man halt ein bisschen Geduld einfach mitbringen und dann geht das wohl auch irgendwie, gehe ich mal ganz stark von aus. Aber es ist ja halt eben auch gerade mal die erste Minute. Was ist das hier für eine Linie? Kommt die denn her? Ist die eingezeichnet? Achso, das war der. Alles klar. So, weil aktuell stehen wir erstmal nur in der Öffnung rum. Das, was er hier gemacht hat, ist auch soweit okay. Ne? Im M5 das neue Framing mal unten getestet. Ne? Also hier einfach nochmal in Richtung Anfang, nachdem es hier gerade umgedreht ist. Wobei im M5 bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Das ist meistens nicht so aussagekräftig. Da ist der M15 natürlich irgendwie schon eine andere Nummer. Aber hätte man tatsächlich hier unten auch nochmal, habe ich jetzt gar nicht gesehen, auch nochmal irgendwie rangehen können. So, mal gucken. Na, dann hätten wir jetzt natürlich hier einen besseren Average und würde jetzt nicht hier direkt ganz oben stehen. Aber vielleicht kriegt man das ja gleich noch in irgendeiner Form hin. So, dann gucken wir mal. Was haben wir gesagt? Irgendwas zwischen 500 und 600. Mal sehen, ob wir das kriegen. Mal sehen, ob wir das kriegen und vor allen Dingen, ob wir die Position noch ausgebaut kriegen. Das ist ja eigentlich immer eher so das Ding, wenn man dann halt irgendwie klein drin ist, das ja dann auch oft eben mal schwierig ist, wenn er direkt halt irgendwie weiterläuft. Aber gut, im Zweifelsfalle ist das aber dann auch ein Luxusproblem. Ne? Ja, Marcello meint, geringe Wohler hält ich da ab. Ja, also die Wohler, das ja, geht ja noch. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt hier mal die Minutenkerzen aufeinander stapelt, kommt da schon was zusammen. Aber halt so die Richtung. Ne? Also das hier war jetzt, soweit ist für mich, für meine Begriffe okay. Ne? Damit ist jetzt auch eben der M5 dem Framing gefolgt. Das war der einzige, der hier in die andere Richtung gezeigt hat. Und der zeigt jetzt dann eben auch nach oben. Das ist erstmal soweit okay. Aber einen großen Impuls oder den ersten größeren kriegen wir ja meistens mit Ende der 15 Minuten, mit dem Ende der ersten 15 Minuten. Mal gucken, ob das dann heute auch so ist und würde dann versuchen, ich hoffe, das gelingt, da auf der Oberseite mal irgendwie kurz eine Runde zu skalieren und dann mal gucken, ob wir da irgendwie in irgendeiner Form rauskommen. Also gut rauskommen. Ne? Ich meine, irgendwie rauskommen will ich ja jetzt schon, aber. Aber ist ja manchmal so, das dauert dann erstmal eine Ecke und wenn er sich dann halt irgendwie mal entschlossen hat und dann läuft es weiter. Wenn, wohlgemerkt. Aber hier ist wirklich so, es war ja letztens bei den NFPs ja auch, ne, wo ich auch, ich weiß nicht, wer von euch dabei gewesen ist, aber da ist ja nichts passiert. Der hat irgendwie kurz gezuckt. Und dann irgendwie gar nichts mehr, wo ich auch gedacht habe, das hatten wir irgendwie auch in der Form, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es schon mal so gruselig gewesen ist bei den NFPs. Weiß ich gar nicht. So, aber generell, ich meine, wir haben jetzt irgendwie, ne, hier sehen wir es auch, das Volumen hat sich nach oben verlagert, wir haben jetzt den Point of Control jetzt hier, ne, da mit dieser größten Aufwärtsbewegung jetzt, die wir hier im M1 haben.
Abgesehen von der ersten Minute kam halt hier jetzt noch einer nach. Das Volumen konzentriert sich an der Stelle. Das heißt, hier kommt dann schon so ein bisschen was zumindest zusammen. Also zumindest mal das Interesse konzentriert sich jetzt erstmal so ein bisschen auf der Oberseite. Ich würde den hier auch mal irgendwie noch gleich verlängern. Wahrscheinlich kriege ich den genau auch wieder am Hoch und kommt dann erst wieder zurück. Aber okay, man kann sich da mal irgendwie ja kurz so ein bisschen, das ist unglaublich, oder? Genau wie der eben, ne? Ein Punkt drüber über das High und dann direkt wieder 20 Punkte zurück. Oh Mann, ey. Das ist wirklich, ja, warum ist der Buy nicht eine Limit weiter unten? Ja, weil er halt eben nicht immer direkt, weil er eben nicht immer runterläuft. Das ist ja genau das Problem. Hier war ja meine erste Limit. Die sieht super aus da unten, ja, aber wenn sie nicht abgeholt wird, wird sie ja nicht abgeholt. Und deswegen, ich bin ja auch hier jetzt davon ausgegangen und gehe auch immer noch davon aus, erstmal, dass wir jetzt mit dem Abschluss von den 15 Minuten jetzt auch noch einen Push da oben durchkriegen. Und dass das dann hier auch, und weil das Volumen sich ja auch rauf drückt, dass das jetzt hier erstmal nur ein temporäres Problem ist, dass sich dann gleich irgendwie dann auch in Luft auflöst. Ne? Ich hoffe es. Aber das hier, ne, das ist, komm Leute, das ist einfach nur Pech, ne? Also, dass wir dann genau dann, es ist ja wirklich auf den Tick, ne? Und dass er dort dann erstmal wieder zurückkommt. So, jetzt lasse ich den natürlich mal machen. Was aber klug gewesen wäre, wäre erstmal da oben irgendwie andotzen zu lassen, dann einen kleinen Rücklauf dann halt irgendwie runtergehen. Das wäre in der Tat schlauer gewesen. Aber mal gucken. Erstmal ist alles okay hier. R2 wäre natürlich jetzt so der nächste Kandidat, ne? Aber eher dann im Short-Markt, nicht im Long-Markt, wo er dann halt eben reagieren könnte, aber er reagiert dran. Deswegen war ich auch da oben drüber und nicht irgendwie genau dran mit der Long-Order. Aber wenn das Ding gekauft ist, wenn die hier beide gekauft sind, dann sollten wir eigentlich irgendwie zumindest eine kurze Rakete bekommen, eben zumindest einmal über die 500 da oben drüber. Und da kann man sich dann auch überlegen, ob man da nicht einfach erstmal wieder rausgeht. Aber für mich sieht das jetzt erstmal, vorausgesetzt, der Markt macht jetzt nicht gleich was komplett anderes, sieht erstmal so aus, als würde es ein Stück weit nach oben drücken, bevor da irgendwas anderes passiert. Was man allerdings hätte machen können, das ist natürlich schon richtig, dass wir einfach 15:30 Uhr erstmal long gehen. Ne? Dann hätte man natürlich hier einen schönen Entry und müsste jetzt nicht irgendwie an der Oberseite hier irgendwie rumdoktern. Aber okay, hätte Fahrradkette, ne? Hätte Fahrradkette, ne? Wie wäre das? Wie war das? Wäre Fahrradkette, ne? Wer hat das gesagt? War doch mal irgend so einer. Wäre Fahrradkette. Ist das so ein ganz bekanntes Zitat? War das nicht irgendein Fußballtrainer? Ich komme aber auch nicht gerade nicht drauf, wer das war. Boah, hier wird es gerade dunkel bei mir. Ja, leider ist mein Kabel nicht lang genug, um zum Lichtschalter zu laufen. Ich gucke hier irgendwie draußen aus dem fast schwarzen Fenster und habe eine helle Lampe ins Gesicht. Weil ich muss das mal hier irgendwie kurz, ich muss mal kurz Licht verändern, sonst bin ich irgendwie gleich blind hier. Sekunde eben. Nelson, du kannst gerne noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, deine Community ist aber eine schlaue Community, haben auch schon geschrieben. Lothar Matthäus war es gewesen. Den hatte ich eben im Kopf, aber ich war mir nicht sicher. Aber dann haben wir das auch geklärt, auch hier bei uns im Chat, hier GoToWebinar. Sehr gut, Timo ist auch da. Hi Timo. Ja, haben ganz viele Leute gewusst. Hey, genau, im Zweifel war es Lothar. So, jetzt hat der Dirk irgendwas kaputt gemacht. Wollte eigentlich nur Licht anmachen. So, was hast du So, kaputt ah. gemacht? Ich Nee, habe ich irgendwas. dachte, du Nein, hast ich was muss mich ja kaputt hier gemacht. mal irgendwie halb umziehen, weil ich muss ja das Mikro irgendwie Kabel da wieder unterm Hemd dann rausfriemeln. Also, Und ja, hier das. kommt der Veto hier in den Chat. Was, Steinbrück Veto? war es gewesen. Ja, Steinbrück war es gewesen, nicht Lothar. Ah, okay. So, jetzt haben wir hier irgendwie Weltuntergang da draußen. Müsste eigentlich die Kamera umdrehen. Die Bäume biegen sich da gerade irgendwie vor dem Fenster. So, also 45 Hammer. Mal gucken. So, und das heißt, eigentlich müsste jetzt ein Schub kommen. Also das wäre zumindest typisch. Jetzt erstmal hier rauf, so ein Anschlussschub direkt in die Extension da oben rein auf die 530.
Das wäre irgendwie so das Normalste der Welt jetzt eigentlich. Und da baue ich ja immer so ein bisschen drauf, dass wir so ein bisschen Push da kriegen nach den ersten 15 Minuten, wenn die dann halt eine Richtung haben. Mal gucken, ob es dann heute auch so ist. Und da wäre eben die Extension, also da oben 520 etwa. Da könnte man dann ja auch mal sagen, okay, den nehmen wir mal mit, wenn er das jetzt irgendwie machen sollte. Weil wenn es zu schnell geht, dann geht höchstwahrscheinlich ja auch die Liquidität da oben aus. Und wird dann nicht mehr allzu weit kommen. Mal gucken. Goldman So. Sachs und United Health, die pushen gerade den Dow, machen aktuell 170 Punkte aus. Ah, krass, okay. Hat vorhin auch irgendwie ganz am Anfang hier schon einer geschrieben, auch, ne? Mit United Health. Genau, die hatten heute Aber Earnings. passt ja generell ja auch dazu. So, jetzt kann man natürlich hier auch mal sagen, okay, nimm mal irgendwie ein Stück mit, wenn es nicht weitergeht. Aber mal gucken, man kann den natürlich auch hier einfach mit Gegenorders setzen, ne? Hier mit Teilverkäufen dann quasi. Den kann man dann irgendwie manuell hinterher schieben. Na, aber hier die Extension, die habe ich jetzt halt im Auge, ne? Weil das jetzt hier erstmal die Reaktion auf den M15 ist. So, den setze ich aber hier auch knapp, um da jetzt nichts zu verschenken. Stop ziehen wir jetzt mal auch mal langsam hin. Mal gucken, ob wir den jetzt da oben bekommen. Das sieht ja erstmal gut aus, ne? So, da ist er. Okay. So, also genau oben dran. So, der kann natürlich jetzt trotzdem weiterlaufen, ne? Nur wir sind jetzt eben am ATH und keiner weiß, wo Schluss ist. Und das ist ja auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das jetzt ja auch genau das Ding von eben. Und wo wir auch sowieso hin wollten. Ne? Und von daher passt das doch hier. Müsste es eigentlich passen. So, also wir waren hier bei der irgendwie 500 irgendwas und wir wollten auf, ja, ne? Da ist es. So, ich habe es ja vorhin irgendwie weggemacht, damit man da nicht in Versuchung kommt und sagt, na, da oben ist jetzt aber Widerstand. Nö. Der kann auch natürlich jetzt noch 100 Punkte weiterlaufen, ne? Weil ich habe keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie hier irgendwie Lust haben, direkt die Extension da irgendwie vom Daily dann irgendwie dann auch voll zu machen, ne? Die ja dann halt eben, Quatsch, das ist ja schon der Daily hier, ne? Also das ist die Extension vom Daily, da wäre die Oberseite jetzt dann eben noch ein bisschen höher. Nämlich bei der 580 kann sein, ja. Und vor allen Dingen weiß ich ja auch nicht, mein, das hier ist Daily, der kann ja auch den ganzen Tag auch noch hin und her wackeln, theoretisch, ne, bis er da oben hinkommt. Und deswegen finde ich im Daytrading, wenn man das halt irgendwie macht, sollte man dann schon auch gucken, dass man irgendwo wieder rauskommt, ne, und nicht irgendwie da plötzlich so eine Hodl-Position irgendwie da aufmachen und mit der Annahme, dass man von da jetzt noch irgendwie am Stück heute mit dem Stop, den man da irgendwie dann gehabt hat, mit 10 Punkten, dann 2000 Punkte weit kommt. Das ist ja eher, ne, so ein bisschen sinnlos. Das ergibt nicht so viel Sinn. Auch kann, wie gesagt, kann sein. Aber das hier war jetzt das, was ich haben wollte, diesen Push nach dem M15 da oben. Das ist ein bisschen über die Projektion da oben raus. Mehr muss es gar nicht sein, ne? Klar hätte man jetzt auch den Trail noch ein bisschen länger ziehen können, also bis mit mehr Abstand. Aber ey, ich bin da komplett happy damit, ehrlich gesagt. So, gut. Jetzt müsst ihr eigentlich fragen, wer war long mit dabei? Wieso schreibt hier keiner? Ich war auch long und habe jetzt auch irgendwie hier 100 Punkte eingesackt. So, da kommt ja irgendwie gar nichts. Aber so kann man es halt machen, finde ich, ne? Generell war zwar so ein bisschen, ich will ja FOMO-Charakter hat es nicht gehabt am Anfang. Ich habe ja schon gewartet, bis ich zumindest irgendwas gesehen habe. Wenn es dann halt wirklich so irgendwie umgekippt wäre, und dann, ja, mein Gott, das gibt es halt auch, ne? Aber irgendwie so die Regel ist es halt nicht. So, Peter war mit 70 Punkten long dabei, der Thorsten mit 85, Manfredo mit 60, ein anderer Thorsten mit auch 70 und die Lana. Genau, direkt an der Öffnung, ja, genau, gute Idee. Also war nicht so falsch. Ne? Ist immer noch so eine Sache, wie reagiert die Kasse irgendwie auf zu hohe Kurse? Man weiß es nie so genau. Ne? Von daher kann man das halt schon so irgendwie, kann man mal machen, wenn man es irgendwie mit der Size überschaubar hält. Aber es ist auf jeden Fall halt einfach mit dem Trend. Ne? Und irgendwie ist es ja im Zweifelsfall nicht falsch. Nicht zu viel denken, einfach gucken. Werner 55 Punkte, Star Chaser. 50 Punkte.
Mr. Binling 50, Quatsch, keiner hat aber auch Long. Charles 60 Punkte, ja cool. Schön, Leute. Schön, Hier ist das eine freut mich. Frage im Chat bei Ja. uns, und zwar wie R1, R2 und so weiter berechnet werden im Stable Trading. Ja, auf die Stufe, also ich meine, Pivotpunkt ist ja halt auch immer nur, oder beziehungsweise ein Pivot basiert ja, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, ich glaube irgendwie Open, Close und noch irgendwas. Und daraus wird dann ja halt ein Pivotpunkt gebildet. So, normalerweise, wenn man von Pivotpunkten redet, spricht man ja vom Vortag. Wobei, da sage ich halt auch immer, ey Leute, wenn ihr irgendwie einen normalen Pivot-Indikator habt, jetzt zum Beispiel irgendwie im MetaTrader oder so, das funktioniert nicht. Weil nämlich letzten Endes, es muss ja auch die Zeit dahinter muss ja auch stimmen und vor allen Dingen der Tagesumbruch. Und das ist ganz oftmals eben dann ein anderer, je nachdem, welches Chartsystem man dann dahinter hat. Und im StairTrader ist es ja eben so, da gebe ich ja halt auch vor, da sage ich ja dann zum Beispiel, ja, so irgendwie, wenn das jetzt hier mein Profil ist, da sage ich ja, da ist es, ne, ich rechne von 9 Uhr bis 23 Uhr, nur mal als Beispiel. Und darauf bezogen, auf diese Preisspanne, egal was auch immer dann hier drin steht, darauf sind ja dann auch Pivotpunkte und so weiter bezogen, die Daily Pivotpunkte. So, in der Stunde ist es natürlich dann einfacher. Dann nimmt sich das Ding die letzte Stunde und nimmt daraus eben die übliche Pivot-Berechnung und zeichnet die eben im Chart. Also ich finde die Dinger halt irgendwie, die sind ja von Anfang an drin. Das habe ich irgendwie mal, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren beobachtet. Der DAX ist, beim DAX ist es tatsächlich der R2 auf der Stunde, was dem immer wieder Schmerzen macht. Und beim DAO ist es der R1. Komischerweise, ne? Aber da, irgendwie kriegt man da fast immer was geregelt. Also. Oh, Nelson, guck hier, Star Chaser hat heute ein Konto aufgemacht. Und das ist ja schön. Freut Ja, mich, ja, freue ich mich cool. natürlich auch. Hier ist noch ein Gute Zusatz zu Entscheidung. der Frage. Gemeint war das Framing. Das Framing, ja, das ist letzten Endes sind es halt eben Außenstäbe, die berechnet werden. Und ne, also das gehört ja hier zum Live-Chart-Add-on, gehört es dazu. Das Ding berechnet eben die Außenstäbe und darauf eben die Projektionen halt eben auch. Ganz einfach mit Fibos. Und lustigerweise ist das halt auch, oder das ist ja letzten Endes eine Logik. Dieses Add-on kam nach dem Trading Stop. Also auf dieser Logik fußt eigentlich ein Trading Stop, der eben auch von Anfang an im StairTrader dabei war. Und ich habe das Add-on irgendwann mal gemacht, um das zu visualisieren. Und da gibt es ja auch irgendwie ein paar Videos dazu. Wie gut das Ding eben läuft. Aber das ist grundsätzlich die Logik. So, gucke ich nochmal hier drüber. Also, gut, das ist die Lana. Das ist die Frage, ist hier so ein bisschen im falschen Livestream. Also, aber ist Wollte kein ich auch Problem. sagen, aber gerne beim Support melden, dann können wir das Ja, klären. ja. Ist aber kein Problem. Wir sind ja irgendwie alle Freunde. Also tatsächlich. Von daher ist das schon okay. Aber kann ich davon auch nicht beantworten, die Lana. Ne? Deswegen klär das vielleicht lieber wirklich, wie der Nelson gerade gesagt hat, dann eben. Im Support direkt. Gut, Leute, so machen wir doch heute mal irgendwie kurzes Programm hier mit 40 Minuten, aber ist ja auch okay. Ich meine, mehr muss es jetzt auch gar nicht mehr irgendwie werden. Ich warne halt immer nur davor, sich halt irgendwo Widerstände auszumalen oberhalb eines ATH. Das ist ja irgendwie zum Scheitern verurteilt. Ne? Und das hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Ich habe ja vorhin diese Linie weggemacht, da die ja sogar unter meinem Exit gewesen ist und da stehen wir jetzt auch schon wieder 80 Punkte drüber. Nur weil man sich irgendwie was dahin malt, ist das noch längst kein Widerstand. Da kann man auch, egal wie, also mit welchen Werkzeugen oder mit welchen Logiken drangehen, es ist kein Widerstand. Ein Widerstand ist ein Punkt im Markt oder ein Kurs im Markt, an dem verkauft wurde, wo halt einfach schon mal jemand war, der dort dagegen gehalten hat, also der dem wieder gestanden hat, wenn man so will, ja. Das ist ein Widerstand und nicht irgendwie irgendeine Projektion, irgendeine Linie. Von daher finde ich das immer recht wichtig, da eben auch darauf hinzuweisen. Und das habe ich irgendwie in meinen Livestreams auch irgendwie schon mehrfach rauf und runter gepredigt. So, jetzt habe ich wieder vergessen, einen Knopf zuzumachen, Nelson. Aber ich werde mich hier artig hinsetzen und nicht zu so viel bewegen. Aber okay, so, das passt ja erstmal. Oder habe ich was vergessen? Ich könnte natürlich jetzt irgendwie noch überlegen, was macht der DAO heute, aber eigentlich habe ich es ja vorhin auch schon gezeigt. Ne? Also da kann ich gar nichts Großartiges mehr irgendwie dazu irgendwie erfinden und würde halt sagen, ey,
Solange der Markt nach oben drückt, versucht irgendwo dran zu gehen. Entscheidende oder relevante Punkte sind immer so Dinger wie Vortageshoch. Da sind wir jetzt natürlich aber auch schon irgendwie ewig lange drüber weg. Die Kassaeröffnung, die wir jetzt halt heute gehabt haben, ne? Also eben halt als Long Entries und ansonsten natürlich irgendwie nicht irgendwie raten, sondern dann halt gucken. Und im kleinen Timeframe, ganz sicher wird es heute auch irgendwo Short geben. Ganz sicher, ne? Und wenn es nur irgendwie 20, 30 Punkte sind, vielleicht ist es auch viel mehr. Gut, aber das ist ja im Endeffekt, sage ich ja auch eben, das würde ich schon noch kurz loswerden. Ja, auch abends immer irgendwie bei meinen Livestreams. Ne? Es geht ja gar nicht darum, irgendwie den ganzen Tag da irgendwie halt so vorher zu sehen oder was ja eh nicht gelingt, aber ne? Sondern es geht ja immer darum, den Markt irgendwie einschätzen zu können, so dass man halt irgendwie ein Stück mitnehmen kann. So, wenn ich jetzt da drauf gucke und das waren dann jetzt irgendwie bezogen auf die erste Position hier 117 Punkte in einem Trade, dann ist das ja irgendwie auch eine Stelle, wo man eigentlich sagen kann, muss ich mir auch nicht unbedingt nochmal kaputt machen. Ne? Aber wir wissen alle, wie das ist mit der Disziplin. Manchmal geht es mit einem durch, aber trotzdem darf man das ja manchmal eben auch beherzigen und berücksichtigen. Alright, also ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr hier dabei gewesen seid. Abonniert sehr gerne den Kanal, wenn ihr ein gutes Konto braucht, womit man den, was ich ja hier auch mache, den Future mit CFD kombinieren kann, wo man das mappen kann. Das geht mit FX Flat ganz hervorragend. Dort gibt es natürlich auch den Stair Trader. Und ansonsten, ja, ne, bleibt gerne dabei und liked das Video, abonniert den Kanal oder registriert und oder registriert euch mal bei FX Flat. Nelson, du darfst sehr, sehr gerne, ja genau, ne, der NYC schreibt hier auch schon, Dirks Internet ist eh gleich wieder weg. Ich befürchte es allerdings auch. Wobei es wird gerade schon so ein bisschen heller da draußen. Und aber ich will es nicht ausreizen, deswegen, man soll ja irgendwie aufhören, wenn die Party am schönsten ist. Und das ist jetzt gerade der Fall. Und deswegen machen wir das jetzt auch hier so. Aber Nelson, du hast sehr gern das letzte Wort. Bitteschön. Ja, vielen Dank an alle, vielen Dank Dirk für das Webinar heute. Hat wieder Spaß gemacht. Alle, die noch eine Glühbirne zu viel haben und gerne dem Dirk will zukommen lassen wollen, kann sich gerne bei mir melden. Ich lasse das Also, einfach so. Ja, das spart aber auch Strom, das muss man ja auch klar sagen. Ne? Es kostet einfach das keinen stimmt, Strom und das stimmt leuchtet. Ne? allerdings. Perpetuum mobile. Hauptsache, man sieht Nelson im Hintergrund. Ja. Und ja, Dirk hat eigentlich alles schon gesagt. Schaut euch diese Woche noch seinen Stream am Abend an. Dann ist immer erstmal Ruhe. Dann darf er sich auch mal kurz ausholen. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, passt auf eure Position auf. Bleibt gesund und viel Erfolg. Ciao, ciao. Ciao.